Guten Abend, ihr Lieben. Die liebe Manja hat mir heute wieder das Zepter des Live-Auftrittes in die Hand gegeben. Und ich freue mich sehr, dass ich heute ein Gespräch mit dem Präsidenten unseres Jagdgebrauchshundeverbandes führen darf. Wie ihr seht, ich sitze bei uns auf der Terrasse, es ist traumhaftes Wetter. Und jetzt, Karl ist, glaube ich, noch nicht online, aber wir warten, der kommt sofort. Ich freue mich sehr, dass wir heute mit Karl Walch, dem Präsidenten des Jagdgebrauchshundeverbandes, ich füge ihn hinzu. Versuchen wir das mal. Ja, hallo Karl. Hallo, grüß dich. Voilà. Jetzt, es klappt, ich bin begeistert. Ich auch. Wie geht's dir? Gut. Ja? Ja. Danke. Ich habe kurz schon angekündigt, du bist Präsident des Jagdgebrauchshundeverbandes. Was macht man eigentlich zum einen als Präsident und ist das ein Hauptberuf? Kannst du ein bisschen was über dich erzählen? Also das ist kein Hauptberuf, obwohl man manchmal den Eindruck hat, die Leute meinen das. Also ich bin im Hauptberuf Förster und bin im Ehrenamt Präsident des Jagdgebrauchshundeverbandes. Das bin ich seit 2018, bin aber in unterschiedlichen Positionen des Jagdgebrauchshundewesens seit meinem 21. Lebensjahr tätig. Und nun gut, da sind ein paar Jahre dazugekommen. Das ist das, was ich momentan mache. Ich bin also, wie gesagt, Präsident des Jagdgebrauchshundeverbandes. Vorher war ich in der Tambo-Kommission des Jagdgebrauchshundverbandes und seit 32 Jahren mache ich den Jagdgebrauchshund, das Verbandsorgan des Jagdgebrauchshundverbandes. Magst du ganz kurz erklären, was die Stammbuchkommission ist? Ich weiß nicht, ob das jeder weiß. Die Stammbuchkommission des Jagdgebrauchshundverbandes ist eines der Organe des Jagdgebrauchshundverbandes, besteht aus 5 Mitgliedern plus der Stammbuchführerin. Die Stammbuchführerin ist nicht gewählt, sondern sozusagen ein geborenes Mitglied der Kommission. Und die Stammbuchkommission beschäftigt sich mit der Kreation und der Umsetzung von Prüfungsordnungen. Sie entwirft praktisch die Prüfungsordnungen, die dann auf dem Verbandstag abgestimmt werden. Und sie beschäftigt sich mit der An- bzw. Aberkennung von Prüfungen. Das heißt, dass wenn es zu irgendwelchen Verstößen gekommen ist, dann muss die Stammbuchkommission auf den Plan. Und die Stammbuchkommission macht allmonatlich Fragen aus der Prüfungspraxis. Das ist so, was die Stammbuchkommission in groben Zügen. Eine Frage, die momentan wahrscheinlich jeden bewegt, vor allem diejenigen, die junge Hunde führen. Wie wird das dieses Jahr mit den Prüfungen geregelt? Also zumindest mal mit den Frühjahrsprüfungen. Ja, mit den Frühjahrsprüfungen ist eine relativ einfache, wenngleich auch aus meiner Sicht sehr, sehr traurige Angelegenheit. Die Frühjahrsprüfungen mussten wir absagen. Ich will mal bloß ein paar Zahlen in den Raum werfen. Wir haben insgesamt etwa bei den Jugendsuchen rund 4.500 Hunde, die wir pro Jahr nur auf der VJP prüfen. Aber das Jagdgebrauchshundewesen besteht ja nicht nur aus Vorstehhunden, wobei wir dann noch das Derby von Deutsch-Kurzheim mit dazunehmen müssen, auch zahlenmäßig, sondern da gibt es ja noch, Gott sei Dank, auch ein paar andere, beispielsweise Terrier, Dackel, Wachtel, Bracken, die im Frühjahr geprüft werden, meistens eben auch auf der Hasenspur. Und wenn man dann diese Anzahl an Hunden sieht, und weiß, dass wir etwa bis zu den Kontaktbeschränkungen etwa 3% der Hunde geprüft hatten, hätten wir jetzt in diesem Zeitfenster nach dem Zeitraum vom 19. bis reguläres Prüfungsdatum Schluss 1. Mai, ich sag mal, irgendwo roundabout 5.500 Hunde prüfen müssen, und das ist völlig unmöglich. Und es würde dazu führen, dass die Gemeinschaft der Hundeführer auseinanderbricht und dass wir wahrscheinlich nicht drum gekommen wären, Dinge zu machen, die
momentan sicherlich nicht den Vorgaben des Infektionsschutzes entsprechen. Wir stehen da in einer hohen Verantwortung. Eine Vielzahl unserer erfahrenen Richter gehören zu der Risikogruppe. Das sind aber genau die, die dann, wenn du sie anrufen würdest, sagen, ja, selbstverständlich, ich komme, ich habe Zeit. Und das ist ein gewisser Respekt auch vor diesen Älteren, denen wir viel, um nicht zu sagen, alles verdanken, was wir heute können, haben und wissen, dass wir einfach sagen, Leute, das geht nicht. Wir können nicht, während andere Ausgangsbeschränkungen haben, während andere um ihre Arbeitsplätze, da springen wir draußen im Feld und machen Jugendsuche. Das kommt auch gesellschaftlich insgesamt ganz, ganz schlecht an. Und wir haben uns aus dem, vor allem aber aus dem gesundheitlichen Aspekt heraus dazu entschieden, dass wir das nicht machen, dass wir die Jugendsuchen absagen. Das heißt, es finden keine Jugendsuchen mehr bis zum 1. Mai statt. Die Vereine, mit denen haben wir das im Vorfeld sehr, sehr gut und sehr intensiv abgesprochen. Wir haben mit nahezu allen Zuchtvereinen, zum Beispiel mit den größeren, aber da auch quer, nicht nur mit den Vorstehhunden, sondern eben auch mit den Wachteln, mit den Jagdterriern, mit den Dackeln Kontakt gehabt und haben gefragt, wie lösen wir dieses Problem gemeinsam am besten. Kurzum, das Ergebnis ist bekannt, wir haben die Jugendsuchen gestrichen. Es finden also dieses Jahr keine Jugendsuchen statt. Ich persönlich bedauere das außerordentlich, dass es so weit kommen musste. Aber wir mussten abwägen zwischen dem, was wir gerne wollten und was vernünftig ist. Und wir haben uns für das Vernünftige entschieden. Da wird es nachher immer wieder ein paar geben, die sagen, ja, das hätte man aber so oder so oder so machen können und müssen. Ja, nachher ist es immer einfach, im Nachgang eine Prognose zu machen, ist fürchterlich einfach. Wie gesagt, wir haben uns für diesen Weg entschieden und wir glauben auch, dass dieser Weg richtig ist. Am Schluss wäre es so ausgegangen, wir hätten vielleicht noch 1000 Hunde prüfen können und diejenigen Hundeführer, die ihr Mundwerk am lautesten aufgerissen hätten, die die besten Beziehungen gehabt hätten, deren Hunde wären geprüft worden. Und die anderen hätten mit dem Ofenrohr ins Gebirge geschaut. Das kann nicht der Sinn einer funktionierenden Gemeinschaft sein. Das ist das eine. Und das zweite ist, gehen wir mal her und sagen, wir haben einen Wurf mit 8 Welpen. Damit wir eine züchterische Aussage von dem Wurf insgesamt haben, sollten bei, je kleiner die Population, desto mehr Hunde sollten von denen geprüft werden. Wenn von diesen 8, aber nicht wie im Normalfall, 6 geprüft werden, sondern eben bloß 1 oder 2, dann ist das die züchterische Aussage dieser Ergebnisse, das ist definitiv das Papier nicht wert, auf dem es drum steht, das sagt gar nichts aus. Da kann ein Spitzenhund im Wurf sein und der Rest, was ist mit dem Rest? Und deswegen haben wir diese Entscheidung gefällt, hinter dieser Entscheidung stehen wir. Die Masse unserer Mitglieder steht hinter dieser Entscheidung und wir müssen damit leben, dass es einige gibt, die das gar nicht gut finden. Gut. Kann man das abschätzen, was für Folgen das jetzt hat, dass die Hunde nicht auf den VJP geprüft sind? Ich meine, die Hunde können ja im Normalfall ja nur in einem Jahr auf den VJP geprüft werden, weil sie danach zu alt sind. Ja, das ist richtig. Das haben wir uns natürlich, deswegen haben wir im Vorfeld das nicht als eine einsame Entscheidung durchgeführt, sondern haben im Vorfeld eben mit den Zuchtvereinen drüber gesprochen, denn die haben am Schluss die Zeche zu zahlen. Es kann nicht sein, dass der Jagdgebrauchsverband da als Dachverband einsam und alleine eine Entscheidung fällt und die Zuchtvereine sind da nicht mit eingebunden. Deswegen haben wir die Zuchtvereine mit eingebunden. In allen Zuchtvereinen wird es Lösungen geben, wie wir mit diesem Prüfungsjahrgang 2020, die Anlagenprüfung, wie wir damit umgehen. Das geht von Verlängerung der Zulassungszeiten zu den Anlagenprüfungen bis hin zu einer Notlösung, Spurarbeit Corona 2020, die wir nächste Woche den Vereinen zuschicken werden zur Abstimmung. Wir machen ein schriftliches Abstimmungsverfahren dazu mit all unseren Zuchtvereinen für Vorstehhunde, die Prüfungsvereine und die Kreisjagdverbände, die Mitglied des JGHV sind. Mit denen machen wir ein schriftliches Abstimmungsverfahren über diese Prüfungsordnung.
Und diese Prüfungsordnung wird die Möglichkeit einräumen, dass Hunde nach der Getreideernte und nach der Setz- und Brutzeit, das heißt etwa ab dem 16. Juli, auf der Hasenspur geprüft werden können. Und bei diesen Hunden wird die Bußfestigkeit geprüft und erlaubt. Und wenn wir dieses Ding haben, dann hoffen wir damit eine Schadensbegrenzung gemacht zu haben. Die Jugendprüfungen im Frühjahr sind für uns unverzichtbarer Bestandteil unseres Prüfungswesens. Und das hat sich gerade in diesem Jahr gezeigt. Also ohne unsere Frühjahrsprüfungen geht gar nichts. Da können wir und sehen wir, sind wir nicht in der Lage, langfristig ordentliche Hunde für die Jagd zu züchten. Deswegen brauchen wir das. Dieses Jahr ging es nicht. Jetzt muss man, wie gesagt, was einfallen lassen. Das Ding heißt Notlösung Spurarbeit Corona 2020. Ist eben dieser Sondersituation geschuldet. Jetzt kommen gerade unten Fragen rein. Ich einmal was Moderatorisches. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es ruhig unten in die Kommentare. Ich lese das mit und kann es dann entsprechend fragen. Jetzt ist es ja so, dass Großveranstaltungen bis 31. August abgesagt wurden. Die HZPen fangen klassischerweise Anfang September an, also die nächste große Prüfung für die Vorstehhunde. Ist da schon was absehbar? Die großen Zuchtausleseprüfungen sind teilweise schon abgesagt, die Hegewald und Klemann. Ist da schon irgendeine Idee da, ob man vielleicht die Spurarbeit, die jetzt auf den VJP nicht gemacht wurde, dann bei HZPen mit Spur nachholen kann, in Anführungszeichen? Also wir werden, da haben wir uns natürlich lange schon auch Gedanken gemacht, wie wir das Ding überhaupt am besten auf die Reihe bringen. Fakt ist, dass wir gar nicht genügend HZPen mit Hasenspuren inbringen. Ich möchte nochmal sagen, die Welt besteht nicht nur aus Vorstehhunden. Wir haben genügend andere Hunde, Schläge, ich sag mal gerade die Erdhunde, die Stöberhunde, die auch zwingend angewiesen sind auf die Spurarbeit am Hasen. Und es muss ein Miteinander sein und es kann kein Verdrängungswettbewerb am Schluss sein nach dem Motto, ich krieg da das Revier, du kriegst dort das Revier und dann machen wir uns noch vielleicht die Richter gegenseitig abspenstig und ähnliches. Sondern das muss geordnet und miteinander sein. Und deswegen ist es eben in dieser Situation so, dass dann auch der Dachverband sagen muss, und das gefällt sicherlich eben nicht jedem, aber so ist es nun mal, da geht's lang. Und dieses da geht's lang bedeutet, wir fangen nach dem 16.07., also nach der Setz- und Brutzeit, vorher geht's nicht, fangen wir an, die Hunde an der Spurarbeit und eben nur auf der Spurarbeit zu überprüfen, arbeiten rein bis in den Herbst und beginnen dann im Herbst mit unseren Herbstzuchtprüfungen. Eine Herbstzuchtprüfung, eine normale Herbstzuchtprüfung ist keine Großveranstaltung, wie dies zumindest der derzeitige Stand der Gesetzgeber sieht. Das sind Veranstaltungen, da laufen zwischen 4 und ich sag mal 20 Hunden, lass es mal 25 oder vielleicht auch mal 30 sein. Aber das kann man, und dafür werden wir Sorge tragen, so auseinanderziehen, dass sich beispielsweise die Gruppen draußen im Feld treffen und dass wir da sicherlich auch dann mit den Erfahrungen, die wir bis dahin mit diesem scheußlichen Virus haben, dass wir das geregelt draußen im Feld hinbringen und das sollte klappen. Ich sage deswegen sollte, weil keiner von uns weiß, wie diese Entwicklung der Pandemie weitergeht. Ich hoffe, dass alle Menschen vernünftig sind und sich an den Empfehlungen der Bundesregierung halten und nicht jetzt anfangen, weil es warm ist und weil es lustig ist, zu sagen, jawohl, es ist ja alles wieder fesch, die Zahlen gehen nach unten und es geht dann gerade so weiter, wie wir angefangen haben. Das könnte ein Riesenfehler sein und könnte dann selbstverständlich auch unsere HZP nochmal gefährden. Aber das weiß ich nicht, das weiß keiner und das liegt ein Stück weit auch an unserer Vernunft. Du bist auch kein Hellseher wie wir alle, ne? Nee, und ich kann auch nicht übers Wasser laufen. Könntest du mal vielleicht erklären, warum die Spurarbeit eigentlich so wichtig ist? Warum muss ein Hund auf der Spur geprüft werden? Vielleicht auch ein Hund, der sonst nie auf Niederwildjagd geht. Naja gut, also dieses mit dem Hund, ein Hund, der nicht auf Niederwildjagd geht, da fangen wir gleich an, das ist ein gutes Thema, das ist gut, dass du es ansprichst.
Es wird ja gern auch von unseren Kritikern so gesehen. Warum prüft man denn überhaupt für die Zucht nicht nur die Hunde, die in die Zucht gehen sollen? Die Jagdgebrauchshunderassen sind so groß, wie sie sind manchmal. Das sind sehr kleine Nutztierpopulationen. Und wenn man in kleine Nutztierpopulationen hat, dann müssen wir in kleinen Nutztierpopulationen einen möglichst hohen Prozentsatz der Tiere prüfen, damit wir über den R-Wert der Elterntiere und den Zuchtwert des Einzeltieres Aussagen haben. Ich hatte es vorher auch angedeutet, wo ich gesagt habe, es ist nur ein Bruchteil der Hunde dann auf den Jugendzügen hätte geprüft werden können. Und das ist die große Gefahr. Wir müssen schauen, dass wir möglichst viele Hunde aus dem Wurf prüfen. Es ist nichts gefährlicher als ein Hund, der in einem Wurf geprüft wird, 6 oder 7 ungeprüfte Wurfgeschwister hat, die weder HD gerönt sind, noch eine Jugendsuche oder eine HCP haben, wo wir nichts wissen. Und dann haben wir da einen Bombenhund vorgestellt von einem ausgezeichneten Hundeführer. Und was wissen wir über das genetische Umfeld? Nichts. Deswegen ist es unwahrscheinlich wichtig, einen hohen Prozentsatz zu prüfen. Und deswegen ist es auch wichtig, die Hunde zu prüfen, die nachher unter Umständen gar nicht als Verlorenbringer eingesetzt werden. Gleichwohl muss man sich natürlich fragen, warum kauft sich denn jemand einen Jagdgebrauchshund einer Rasse, die auf der Hasenspur geprüft wird, wenn er dann nachher diesen Hund nicht, sei es als Stöberhund, sei es als Verlorenbringer einsetzt. Dann muss man einfach sagen, nachdenken, bevor man sich so einen Hund kauft und nachdenken, was man eigentlich überhaupt will. Das ist die eine Sache. Und dann nochmal zu dem Thema, warum ist die Hasenspur so wichtig? Auf der Hasenspur sehen wir die Selbstständigkeit des Hundes. Ist er in der Lage, ein Problem auch viele Meter weg vom Hundeführer selbstständig zu lösen? Wie schaut es mit seiner Konzentrationsfähigkeit aus? Ist er spursicher? Ist er spurwillig? Will er ans Ziel kommen? Und das sind alles keine Dinge, die neu sind. Schon Rudolf Fries hat vor vielen, vielen, vielen Jahrzehnten gesagt, ein guter Hasenhund ist auch immer ein guter Schweißhund, weil die Spur des Hasen einfach sehr flüchtig ist und der Hund mit enormem Naseneinsatz das Ding nach vorne bringen muss. Und da erkennen wir eben Spurwillen, Spursicherheit und auch die Fähigkeit eines Hundes, sich zu konzentrieren und eigenständige Entscheidungen zu fällen. Und wenn er das nicht kann, dann wird er im Jagdbetrieb, sei es bei der Stöberjagd, sei es bei der Nachsuche und der Hetze, sei es bei der Verlorenbringerarbeit, irgendwann versagen. Deswegen brauchen wir die Hasenspur. Das war nochmal sehr gut zusammengefasst. Ich danke dir. Es kamen im Vorfeld ja ein paar Fragen ein, die flechte ich jetzt immer mal wieder ein. Du hast gerade schon gesagt, dass unsere Jagdgebrauchshunde, auch wenn sie noch so große Rassen sind, relativ kleine Nutztierpopulationen sind. Ob das heißt, war gelöst stabil? Jetzt. Kannst du die Frage nochmal wiederholen? Es war akustisch, es ist gerade offensichtlich. Ich hatte die Frage noch nicht gestellt, es hat nur kurz gewackelt. Ja. Es kam eine Frage im Vorfeld rein, warum zum Beispiel Pudel, die früher als Jagdhunde eingesetzt wurden, man heute nicht mehr als Jagdhunde einsetzt. Oder es gibt ja auch zahlreiche andere Rassen, die immer wieder, ich sag mal, modern neu werden, aus dem Ausland neue Kreuzungen dazukommen. Warum kann man die nicht einfach als Jagdhunde einsetzen? Also erstens ist es so, die Frage müsstest du eigentlich den Pudelzüchtern stellen. Unsere Fragen, warum sie vor über 100 Jahren aufgehört haben, den Pudel als Jagdhund zu züchten, das kann ich dir nicht beantworten, die Frage, weil ich ja noch keine 100 bin. Aber Fakt ist folgender, und das wird uns ja gerne vorgeworfen, da wird dir gesagt, ja, die haben so ein Kastendenken oder sonst irgendwas. Grundsätzlich kann jede Hunderasse, die eine anerkannte Jagdgebrauchshunderasse ist und die in ihrem Standard jagdliche Leistungsprüfungen und sei es nur fakultativ hinterlegt hat, kann auf unseren Prüfungen teilnehmen. Wir haben 104 Rassen, die zu unseren Leistungsprüfungen zugelassen sind. Wir unterscheiden in zugelassene und anerkannte Jagdgebrauchshunderassen. Und wie gesagt, zugelassen sind derzeit 104 Rassen. Und liebe Hanna, wenn man bei 104 Rassen
nichts findet für sich, dann hat man ein ganz anderes Problem. Ja. Dann muss man den Leuten offensichtlich beweisen, dass man was ganz Besonderes ist. Und ich finde das, und da auf die Frage mit dem Pudel, deine Eingangsfrage, ich finde das, da habe ich null Verständnis für solche Späße. Denn am Schluss zahlt die Zeche unser Wild. Der Jagdgebrauchshundverband ist 120 Jahre alt und die Rassen, die wir im Jagdgebrauchshundverband haben, sind teilweise noch älter. Wer heute hergeht und permanent mit irgendwelchen Neuzüchtungen meint, die Welt verbessern zu können, der sagt anderen Leuten, nämlich uns, dass wir 120 Jahre offensichtlich durch Zuchtprogramme, die nicht nur die Leistung berücksichtigen, sondern vor allem auch das Wesen und die Gesundheit, offensichtlich nur Blödsinn gemacht haben. Und das Schlimme ist, dass uns diese Damen und Herren regelmäßig den Beweis schuldig bleiben, dass ihre Hunde gesünder sind, ihre Hunde besser sind oder sonst irgendwas. Das funzt nicht, wie das so schön heißt. Nur weil ich einen Hund, wenn ich einen Hund nicht untersuchen lasse, auf HD, auf ED, keine Augenuntersuchungen mache, ihn nicht unter normierten Prüfungsbedingungen im Wesensbereich teste, im Leistungsbereich und gar nicht diese Informationen habe und gar nicht flächig habe, dann kann ich doch nicht sagen, dass der Hund deswegen gesund ist, weil ich ihn nicht untersucht habe. Das funktioniert so nicht. Ist das auch das Problem, also mir ist das selber bewusst, aber weil ich hier gerade im Chat nochmal nach Heideterriern gefragt wurde, das, mit Heideterriern, das ging ziemlich durch die Medien. Also ich will jetzt mal abschließen zu dem Thema Heideterrier, weil das, da muss ich sagen, da kriege ich inzwischen so einen Hals. Ja. Gut, dann nur ganz kurz. Ja, eben deswegen nur ganz kurz. Der Heideterrier ist im Normalfall, wäre der Heideterrier eine Kreuzung mit zwischen deutscher Jagdterrier und Erdoterrier. Der Erdoterrier ist nach Standard und die standardgebende Nation hat das eben so gewünscht und so vorgesehen, keine Jagdhunderasse. Beim Erdoterrier ist fakultativ eine Arbeitsprüfung hinterlegt. Das bezieht sich auf die Arbeitsprüfung als Hund im Schutzdienst. Ja. Und der wird gekreuzt mit einem Jagdterrier. Und wenn man mal ein bisschen hinter die Facetten schaut, wie das da ausschaut, dann ist es eben nicht nur der Erdoterrier und nicht nur der Jagdterrier, der da drin ist, sondern da ist jede Menge an, wie das so schön heißt, Bullbreed-Blut drin. Sprich vom Bulli bis zum Staffordshire alles Mögliche. Und das ist nicht das, was wir als einen Jagdhund bezeichnen. Und eben nicht nur wir, sondern das kann man durchaus auch weiterspinnen. Wenn du einen Dackel mit einem Schäferhund kreuzt, dann kommt nicht zwingend ein Jagdhund dabei raus. Und da geht es einfach auch darum, klare Kante zu zeigen. Ich glaube, damit ist jetzt wirklich zu dem Thema alles gesagt. Und wenn du das Thema nochmal ansprechen wolltest und das die nächste Frage wäre, wir haben mit den ganzen Verbandsrichtern die Richtereigenschaft deswegen entzogen. Wollte ich nicht, nur weil die Frage auch noch kam. Und ich es sehr, sehr wichtig finde, auch als angehende Verbandsrichterin, dass da eben deutliche Worte gesprochen werden. Wenn wir bei dem ganzen Thema Hunderassen und so sind, würde ich dich gerne mal was Persönliches zwischendurch fragen. Was führst du eigentlich? Vielleicht kennt dich der ein oder andere als Deutsch-Langhaar-Züchter auch, aber was für Hunde hast du alle schon geführt und führst du im Moment? Also zu dem Thema, ich bin ein Jagdgebrauchshundemann. Ich bin natürlich, übe ich auch innerhalb des Deutsch-Langhaar-Verbandes Funktionen aus. Ich bin Vorsitzender oder beziehungsweise Sprecher der Zugkommission des Deutsch-Langhaar-Verbandes und das mache ich sehr, sehr gerne. Ich bin auch Vorsitzender der Deutsch-Langhaar-Verein Baden-Württemberg und ich züchte Deutsch-Langhaar. Das habe ich zwar jetzt schon 2 Jahre keinen Wurf mehr gehabt, aber ansonsten habe ich regelmäßig gezüchtet. Und ich züchte Deutsch-Langhaar, sage immer flapsig dazu, weil ich nichts anders kann. Da kenne ich mich oder meine ich mich auszukennen. Ich war selbst 9 Jahre Zugbuchführer in einer Zeit, wo man das
die EDV aufgebaut hat, wo man also viele, viele Ahnentafeln noch mit der Hand am Arm bearbeitet hat und sich überlegt hat, was wie wo, welche Verfahrungen aus welchen Gründen wohl hier oder dort gemacht worden sind. Da kenne ich mich, wie gesagt, aus und deswegen züchte ich das. Bei den anderen Jagdgebrauchshunderassen bin ich ein reiner Endverbraucher, ein kritischer Endverbraucher. So, und was führe ich selbst? Ich führe derzeit Deutschlanger, das ist für mich logisch. Und ich habe derzeit einen ausgezeichneten Deutschstrata, den ich behalten habe, weil ich mit ihm sehr, sehr zufrieden bin. Ich habe einen jungen Dackel, den ich jetzt eigentlich gerne auf der Schulabprüfung vorgestellt hätte, aber das geht halt Corona-bedingt nicht. Und ich habe einen als Stöberhund, als reinen Stöberhund, einen deutschen Wachtelhund. Das ist das, mit dem ich so momentan jage. Und wenn du mich fragst, was habe ich schon geführt? Ich habe viele Jagdgebrauchshunderassen geführt. Es gibt ein paar, die ich nicht geführt habe. Aber ansonsten habe ich kreuz und quer alles, was vier Beine hat, geführt. Wobei ich sage, mir macht ein Hund immer dann Spaß, das ist völlig rasseunabhängig, wenn er in Leistung und Wesen dem entspricht, was ich mir vorstelle. Dann macht er mal Spaß. Sonst macht er mal keinen Spaß. Das zeigt, was du dir vorstellst, weil dafür haben wir ja letztendlich, dass wir mit uns zusammen jagen und das gut tun. Ja, wie gesagt, jagdlich müssen sie gehen. Und wenn sie dann auch noch ordentliche Prüfungen machen, dann freut mich das. Aber das Wichtigste an der Geschichte ist, dass sie auf der Jagd richtig gut gehen. Ich schaue jetzt gerade, was wir noch für Fragen hatten, die im Vorfeld reinkamen. Warum hat der JGAV keine Instagram-Seite, keine eigene? Also, Anna, jetzt hör zu. Wir haben, ich bin seit März 2018 JGAV-Präsident. Wir haben einen unwahrscheinlich umtriebigen und extrem fleißigen Vizepräsident, den Friedhelm Röttgen. Und der Friedhelm Röttgen auf Facebook auch sehr viel macht. Ja, der macht Facebook und macht den aktuellen Bereich unserer Homepage. Unsere Homepage sind wir gerade momentan dabei umzubauen. Da wechseln wir den Anbieter bzw. den Webmaster und werden uns auch da weiterentwickeln. Ich kann zu dem Thema nur sagen, Step by Step. Und jetzt machen wir erstmal unsere Homepage fesch und schauen, dass wir auf Facebook aktuelle Informationen immer weiterbringen. Und wenn wir das können und wenn wir das machen und wenn wir dann auch noch, wir sind alle im Ehrenamt tätig, wenn dann auch noch Luft bleibt, dann und ja, dann erst kann man über Dinge wie Instagram reden. Bin ich, verstehe ich voll und ganz, damit dürfte die Frage auch gänzlich beantwortet sein. Eine Frage kam hier in den Chat vorher noch rein. Das hatten wir jetzt noch nicht besprochen bezüglich der Spezial-PO. Was bedeutet die ganze aktuelle Situation und der Ausfall der Prüfungen für mögliche Richteranwärter, die jetzt vielleicht nur noch eine VJP bräuchten, um dann Richteranwärter zu machen? Gibt es da irgendwelche Lösungen? Wird da die Spurarbeit auch zählen, die Notlösung? Weiß man da schon was? Ja, also wir haben noch kein wirklich abschließendes Votum zu dieser Geschichte. Ich meine, das muss man sehr kritisch beurteilen, denn es ist schon ein Riesenunterschied, ob ein Hund nur eine Spur macht, oder speziell beim Vorstehhund, der gleiche Hund am gleichen Tag eben auch noch suchen und vorstehen soll. Gerade diese Geschichte hier vorstehen und dort Hasenspur machen, das sind ja zwei Dinge, die sich nicht
schließen sich ja, ich will nicht sagen, gegenseitig ein bisschen aus, aber das sind zwei Dinge, die völlig konträr sind und die gerade den Vollgebrauchshund so ausmachen. Und wenn ich einen Vollgebrauchshund beurteilen will, wenn ich das können will, dann kommt man an einer Jugendsuche in diesem Fall als Richteranwärter nicht vorbei. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich habe regelmäßig größte Bauchschmerzen mit den Damen und Herren, die im Eilzugtempo ihre Richteranwärtereien abklopfen und abhandeln in einem Jahr, womöglich dann auch nur einen Hund VGB geführt haben, aber sich dann anmaßen in Anführungszeichen, mit dem Grad der Erfahrung, den sie dann haben, andere Leute Hunde zu richten und Aussagen für die Zucht zu tätigen. Mit den anderen Leuten Hunden richten, da könnte ich noch ganz gut leben. Aber diese Aussagen für die Zucht, die da getroffen werden, die sollten schon auf einem fundierten, wirklich fundierten Fachwissen. Und da habe ich, das ist aber meine persönliche Meinung als Karl Walch, da habe ich größte Bauchschmerzen mit Leuten, die nur einen Hund geführt haben. Das hat nichts damit zu tun, ob die nur einen Hund VGB geführt haben. Es gibt genügend Leute, die haben auch ein gewisses Vorleben und haben da beispielsweise ein, zwei Hunde ohne Papiere geführt. Haben mit denen wirklich viel gejagt und haben da jagdliche Erfahrung gesammelt. Und haben dann aus der Situation heraus einen Hund VGP geführt. Und Anna, ich sagte, diese Leute sind für uns und für, also nach meinem Denke, wesentlich wichtiger und geeigneter als jemand, der völlig steril irgendwo eine Jugendsuche, eine HCP, eine VGP geführt hat, womöglich noch in einem Hundeführerlehrgang war, sich jede Woche vorkauen hat lassen, wie das geht, überhaupt keine eigenen Denkansätze mitgebracht hat, sondern jede Woche hat man diesen Leuten gesagt, wie das geht und was sie machen müssen und wie rum sie den Abort und den Hund in den Rachen stecken sollen oder auch nicht. Und dann ist das Jahr rum, die haben eine VGB hinter sich und dann stehen sie auf der Matte und sagen, sie wollen Verbandsrichter werden. Das wird auf Dauer nicht gut gehen. Glaubst du, das hat sich über die Zeit verändert, dass die Leute mehr diese sterile, ich nenne es jetzt auch mal sterile Hundeführen machen und mit den Hunden vielleicht nicht mehr so viel aktiv auf die Jagd gehen, wie das noch vor 20 Jahren war? Also das fällt mir selber auch auf, dass es irgendwie so ein bisschen Unterschiede gibt oder... Also erstens kann man das nicht so pauschal sagen. Du machst auch schon den Fehler, dass du hergehst und das von der aus der Welt des, der Vorstehhunde ableitest. Wenn ich mir mal die ansteigenden Streckenzahlen beim Schalenbild anschaue, dann ist es nicht so, dass die Hunde weniger zu tun haben. Gerade unsere Bewegungsjagden sind wesentlich mehr geworden. Und die Leute sind teilweise jedes Wochenende ab Mitte Oktober auf irgendwelchen Bewegungsjagden unterwegs. Das heißt also nicht, dass die Hunde zwingend weniger zu tun haben, sie haben nur anderes zu tun. So, und nun ist es aber so, bei einer Jugendsuche oder einer HZP richte ich Hunde im Bereich der Feld- und Wasserarbeit. Und da ist es in der Tat so, dass die Feldarbeit bei vielen, insbesondere jüngeren Hundeführern, nicht mehr die Bedeutung hat, wie sie bei der Generation der heute 60- und 70-Jährigen noch hatte. Und da fehlt auch leider die Erfahrung. Da können die Jungs teilweise und Mädels nicht wirklich was dafür. Auch nur in Anführungszeichen. Denn ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass sich vor lauter Schwarzwild und Drückjagd und Schwarzwild und Drückjagd der Fokus verschoben hat, weg vom Niederwild, nur hin zur Schalenwildjagd. Und das beißt sich halt nun mal mit der Führung eines Hundes im Feld. Wer nicht wirklich hier mit Falle und Bauhund zugange ist und nicht schaut, dass man das Prädatorenmanagement richtig auf die Reihe bringt, der darf sich doch nicht ärgern, nicht wundern, dass der Niederwildbesatz immer mehr in die Knie geht. Und wir können auch nicht permanent und alles der Landwirtschaft zuschieben. Erstens muss die Landwirtschaft von dem, was sie erzeugt, leben. Es ist auffällig, dass die am meisten drüber schimpfen, die noch nie irgendwo mit der Hand am Arm irgendwo auf einem landwirtschaftlichen Betrieb irgendwas getan haben.
Das sind dann die Ersten, die richtig laut schreien, was die Bauern schon wieder machen und, und. Also es sind nicht nur die Bauern und es ist auch nicht nur der liebe Gott, der es dann während der Brutzeit hat regnen lassen und die ganzen Küken kaputt gegangen sind, sondern es ist auch... Nicht vorwerfen auf jeden Fall. Naja, es ist, pass auf, es ist auch die Jägerschaft, die einfach heute offensichtlich einen anderen Blickwinkel hat und fürchterlich jammert, aber in weiten Bereichen, was das Prädatorenmanagement betrifft, nichts oder nicht viel auf die Platte bringt. Es gibt von dir auch einen sehr, sehr guten Film bei der Kunstbaujagd. Muss ich kurz einen Werbespot einfügen, der auf Jagd der Leben zu finden ist. Und ich gehe selber mittlerweile auch sehr, sehr gerne am Kunstbaujagen mit meinem Dackel. Aber das ist einfach was, also ich musste sagen, ich hatte da fast niemanden, der mir das auch gezeigt hat, weil es ganz viele einfach nicht mehr betreiben. Ich jage aber auch in einem Revier mit, da sind seit 40 Jahren Kunstbaue eingegraben und die funktionieren nach wie vor super. Nur es gab einfach niemanden mehr, der die gejagt hat. Was ich einfach auch schade finde, ne? Deshalb, das sind so Sachen, da hoffe ich auch und spreche auch für meine Generation, dass es vielleicht wieder mehr gibt, die daran denken und das auch tun. Also das ist wie immer auf der Jagd, vom drüber reden passiert nichts. So ein Kunstbau findet nur seinen Weg in den Boden, indem er ihn eingräbt. Und der Fuchs kommt auch nur raus, wenn der Hund reingeht und ihn rausschmeißt. Und dazu braucht man eben Leute, die Erdhunde führen, und nicht Leute, die sich stundenlang damit beschäftigen, zu jammern, wie es früher war und dass das so toll war mit dem Niederwild, sondern da gibt's nur eins, Ärmel hoch und eben auch was tun. Gut. Bauern also, führen. Bauern führen. Ich tue es ganz brav. Ich glaube, jetzt kamen keine weiteren Fragen mehr rein. Möchtest du noch einen letzten schönen Satz? Also meine Oma aus Lüdenscheid grüßen. Nein, also ich kann einen letzten zusammenfassenden Satz. Der Jacke Brauschenverband ist 120 Jahre hat er sich jetzt bemüht, das Jacke Brauschenwesen in Deutschland nach vorne zu bringen. Ich hoffe, dass es ihm weiter gelingt, dieses Jacke Brauschenwesen und damit auch die Jagd positiv zu beeinflussen. Wir repräsentieren derzeit rund 140.000 Einzelmitglieder und versuchen alles, das Hundeführen auch in die nächste Generation zu bringen. Wir werden unsere Seminare auch in den nächsten Jahren danach ausrichten. Auch da was für Seminare, magst du das kurz sagen, was ihr für Seminare habt? Also wir haben, dieses Jahr wird sehr schwierig. Wir wissen auch nicht, ob wir sie dieses Jahr in dieser Form durchführen können, aber wir haben im letzten Jahr ein hochkarätiges Seminar gehabt zum Thema Einweisen beim Apportieren. Wir haben ein Seminar gehabt zum Thema Stöbern und Stöberjagd. Wir haben natürlich unser Gutachterseminar und wir hatten und wollten uns dieses Jahr aufstellen mit Seminaren zur Erziehung von vom Welpen bis zum Junghund. Da hatten wir sehr kompetente Referenten oder in diesem Fall einen sehr kompetenten Referenten. Wir hatten das Seminar Einweisen nochmal geplant. Wir haben ein Seminar zum Thema Schweißarbeit geplant beziehungsweise zum Stöbern. Und ja, jetzt hat uns Corona ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber es wird auch ein Nach-Corona geben, wenn wir vernünftig sind und wenn wir wirklich vor allem diszipliniert an die Sache herangehen. Also im Endeffekt Idealsituation eigentlich, um das als Hundeführer bestehen zu können. Denn die Haupttugenden des Hundeführers sind Konsequenz, unerbittliche Konsequenz, vor allem gegenüber sich selbst und Disziplin. Und wenn man das paart, so wie man, wenn man auch da Beziehungen pflegt, mit Liebe zum Nächsten, dann sollte das funktionieren. Ich hatte im vorletzten Jahr Gebrauchshund dann abgeschlossen mit einem Zitat, dankbar
rückwärts, mutig vorwärts, liebend seitwärts und gläubig aufwärts. Und wenn wir diese vier Dinge machen, dann glaube ich, packen wir das und dann werden wir in ja, absehbarer Zeit, dieses Jahr vielleicht nicht, aber nächstes, übernächstes Jahr wieder gemeinsam uns an der Arbeit unserer Hunde erfreuen, werden tolle Hunde auf der Jagd haben und werden, und auch das gehört zu unserem Prüfungswesen und zu unserer Gemeinschaft dazu, werden herzhaft miteinander lachen können. Und das geht mir persönlich in diesen Tagen fürchterlich ab, dass ich diese Menschen, mit denen ich mich sonst normalerweise umgebe, auch neben meiner Familie, neben meinen Arbeitskollegen, dass ich die nicht sehe, mit denen nicht lustig sein kann. Das geht mir also wirklich richtig ab. Und geht uns allen so, glaube ich. Glaube ich, geht uns aber allen so. Genau. Ich möchte noch eine kurze Sache sagen und es kam tatsächlich noch eine Frage auch rein, aber was du gerade gesagt hast mit unseren jungen Hunden auch, was ich jetzt von Hundeführern in meiner Umgebung höre, die gerade junge Hunde haben, die vielleicht kurz vor Corona erst in die Familien kamen, die sagen, sie haben jetzt, dadurch, dass sie keine Termine haben, unglaublich viel Zeit für den Hund, was natürlich auch für die Ausbildung super ist. Und sie sagen, hätten sie das bei anderen Hunden vielleicht gehabt, wäre einiges anders gelaufen. Aber sie sehen das als Chance. Und das finde ich so als positiven Gedanken zu der Situation auch manchmal beruhigend zu wissen, weil klar, auch wenn jetzt viel ausfällt, aber vielleicht ist es auch eine Chance in manchen Dingen. Das ist eine Chance, wenn man die Chance richtig nutzt und wenn man die Zeit auch richtig in den Hund hineinbastelt. Zeit alleine ist ja nicht alles. Man muss es richtig tun. Ja. Und die letzte Frage, dann machen wir wirklich Schluss. Es gibt noch die Frage von Kronsberg. Gibt es bereits Aussagen, wie es mit Verbandsschweißprüfungen, Verbandsfährtenschubprüfungen und Richterschulungen, die ausfallen müssen, aber angemeldet waren, ablaufen kann? Stressfrei verlegen oder ganz ausfallen lassen? Also zu den Schulungen folgendes. Die Schulungen, die bei uns angemeldet sind, die lassen sich ohne großen bürokratischen Aufwand, werden sich die verlegen lassen, wenn das auch nach den Infektionsschutzmaßnahmen nicht möglich ist und auch nicht sinnvoll ist. Dann muss man das einfach bleiben lassen. Und dann verlegt man das Ding. Und da werden wir, das haben wir auch schon im Verbandsorgan veröffentlicht, werden wir sehr, sehr unbürokratisch mit diesen Dingen umgehen und die Dinge dann einfach verlegen. Dasselbe gilt auch für die Verbandsschweißprüfungen. Verbandsschweißprüfungen werden ja im Jagdgebrauchshund in der Aprilausgabe veröffentlicht. Alle Verbandsschweißprüfungen, die dort in der Aprilausgabe veröffentlicht sind, wenn die verlegt werden müssen, dann ist es, dann teilt man das unserer Stammbuchführerin, Frau Dornig, mit, sagt, warum und weshalb und wohin, an welchem Termin, und dann wird das Ding verlegt. Wir wollen es nicht ausfallen lassen, weil wenn wir das ausfallen lassen würden, dann würden wir die Hunde auf mehrere, noch mehr Hunde auf einer Prüfung zusammenziehen und das wäre vor dem Hintergrund von Corona völlig unproduktiv. Und das andere ist, wir brauchen, wir haben das immer und immer wieder gesagt, die Verbandsschweißprüfung ist die Vorbereitung für den praktischen Nachsucheneinsatz. Und deswegen brauchen wir unsere Verbandsweiß- und Verbandsfährtenschuhprüfungen. Ich glaube, dass wir das mit etwas List und Tücke auch richtig hinbringen, dass wir die Hunde dort prüfen können. Und das sollte funktionieren. Wir brauchen dort keine Mängelfeststellung machen. Wir müssen nicht in die Zähne schauen und Ähnliches, wo wir die 1,50 Meter Abstand deutlich unterschreiten müssen zum Hundeführer und Ähnliches. Also das sollte alles klappen. Und wie gesagt, dort, wo ein Veranstalter sagt, er will es nicht verantworten, er will es verschieben, kein Problem. Solche Dinge lösen wir unbürokratisch. Ich danke dir vielmals und jetzt hoffen wir einfach, dass das alles irgendwann dann wieder ein bisschen normaler läuft, in Anführungszeichen, und dass der jagdgebrauchshunde Verband mindestens auch mal 120 Jahre alt wird, weil das Jubiläum ist ein bisschen unter den Tisch gefallen
Ich glaube, es gibt aktuell auch ein neues Buch noch des JGAV. Ja, möchte ich an der Stelle bewerben. Geht mal auf unsere Homepage www.jgav.de. Unser Ehrenpräsident Heinrich Ude hat anlässlich des 120-jährigen Jubiläums des Jagdgebrauchsschulverband das Standardwerk nun in dritter Auflage herausgegeben. Es ist wirklich ein Kompendium des Jagdgebrauchsschulwesens. Und bis Ende diesen Monats eingehende Bestellungen bei unserer Geschäftsstelle Jan Scharfberg gibt es noch einen Subskriptionspreis, der deutlich günstiger ist wie der normale Buchhandelspreis. Einfach www.jgav.de. Und zum Lesen haben wir vielleicht alle gerade mehr Zeit. Ich habe es mir auch, weil der Verbandstag ausgefallen ist, noch bestellt und habe jetzt auch schon drin geschmökert und es ist wirklich toll. Was ich an der Stelle noch sagen möchte, auf der Seite vom Niedersächsischen Jäger gibt es auch ein Gewinnspiel zum Thema Bücher, habe ich gehört. Also wer da auch noch, wer noch nicht genug zu lesen hat und das Jagdgebrauchskundewesen schon sich gestellt hat, dann da auch noch. Und dann wünsche ich dir, Karl, jetzt einen schönen Abend. Weidmannsheim nächste Woche zum Aufgang der Bockjagd. Genau. Jo. Und sage erst. Vielen Dank fürs Interview. Ich danke dir, Karl, für deine tollen Antworten. Die jungen Hunde haben draußen viel Spaß, ja, damit. Trotz Corona. Tschüss. Ciao.